So Leute, wir sind in Berlin angekommen. Jetzt gibt's den laut Holle 11 besten Döner in Deutschland. Wobei, nee, der 10 beste und Pferd ist Nummer 1, also der 11 beste deutschsprachige. Hallo. Wo sind das Leute? Das habe ich bei Goldies im Video gesehen. Schon 10:30 Leute. In München gäbe es sowas jetzt nicht mehr. Da hat schon alles zu nach 20 Uhr. Ich war hier aber schon mal. Ich habe den normalen Döner damals gehabt. Der war sehr gut. Fleisch ist nicht mehr viel da. Softy, softy. So Leute, der normalen Teller. Wie gesagt, ich habe es bei Goldies gesehen. Die haben so ein Top 3 Döner-Video gemacht. Das ist glaube ich. Es passiert nicht oft, dass ihr seht, dass die Döner ist. Schau mal hinterher. Okay. Erstmal nur das Fleisch, ohne Soße, ohne nichts. Wobei, gib mir eine Tomate. Gib mir eine Tomate und eine Zwiebel drauf. So. Ich finde, das braucht keine Soße, krass. Mmh. Geiles Aroma. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Brauchst du Tipps? Also, Fleisch war okay. War gut. Was war okay? Hä? Alles gut. Nicht so heiß, nicht so links und so trocken. Ich finde, er hat einen sehr starken, sehr intensiven Geschmack. Er ist sehr saftig. Ja, so muss auch sein. Ihr habt's gehört, ohne Soße ist besser. Irgendwas hat auch so einen leichten Buttergeschmack. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Sehr wahrscheinlich hier. Schaut's mal, Leute. Sogar noch ein saftiges Stück Fett dran, Mann. Schaut's mal, Leute. Eine sehr schöne Tasche habe ich gemacht. Schmeckst du in dem Fleisch Butter? Bisschen. Ja, können wir auch noch schnell. Ja, war extrem lecker. Ein sehr fettiges Fleisch, was halt extrem geil schmeckt. Wie gesagt, leichter Buttergeschmack. Bei der Menge irgendwann ist halt natürlich zu viel Buttergeschmack, aber am Anfang richtig geil. Auch ich würde das auf jeden Fall nicht für eine Person empfehlen. Was sagst du zu dem Laden? War gut. Sie war sehr abgelenkt, Leute. Wir sehen uns dann. So Leute, nächster Morgen. Wir haben die Nacht gut überstanden, gut geschlafen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Videos strukturiere. Auf jeden Fall ein Food Day Video. So. Wir haben die Nacht bei der Kollegin gut überstanden. Es geht weiter mit dem Döner. Der Döner ist auch auf Holles Top-Liste. Ugos Imbiss. Sah gar nicht so krass aus auf den Google Maps Bildern, aber
wenn man drin war. Preise stabil, 6 Euro. Großer Döner, 7 Euro. Spieß sah interessant aus. Brot sieht geil aus. Ich freue mich, ich bin gespannt. Wir sind auch ein bisschen außerhalb, also in dem Gebiet war ich noch nie. In allen meinen Berlin-Besuchen. Sehr belebt hier. Das Fleisch ist extrem saftig. Das sieht gar nicht so saftig aus, Mann. Brot ist geil. Das ist sehr dünn. Seht ihr das? Gefällt mir. Das ist auch so eine richtig große Tasche, so dass das Gemüse nach unten fallen kann. Seht ihr? Also es ist nicht oben drauf, sondern es fällt so runter, weil da genug Platz ist. Der ist gut. Hat den Anschein, als wäre wenig Fleisch drin. Und ja, er ist sparsam bedeckt. Wir waren ja letztens bei Hans Kebab mal wieder, Döner des Monats. Der war so voll. Und Leute so immer, boah ja, Hans Kebab so teuer und so 8 Euro Aufwärtsdöner. Hier 6 Euro nur. Ja, aber Digga, was ist das für, was kriegst du da für 6 Euro? Ich meine jetzt am Volumen, an der Menge. Geschmacklich ist der top. Und was kriegst du da? Also das ist für mich jetzt eine Vorspeise. Und das andere Teil bei Hans Kebab, das hat mich zerstört von der Menge her. Untenrum ist wieder alles voller Fleisch. Geht voll klar. Das Fleisch ist saftig. Nicht zu viel Soße, wie ich es mag. Perfekt. Ein geiler Bissen jetzt. Mhm. Ich mag das Brot. Ich bin ein Fan von einem dünnen Brot, Mann. Würfeln zusammen. Schau mal, wie dünn das ist. Ich bin ein Fan, mehr taugt ja. Der Laden ist auch krass. Der hat irgendwie nur 2 Tage die Woche offen, nur Freitag und Samstag. Ich bin ein Fan von dem Brot. Das Fleisch war auch geil. Es hat alles gepasst. Das war alles sehr gut. Das war schon ein extrem guter Döner. Oh mein Gott, ein Yu-Gi-Oh! Laden! TBT for life! Das ist einfach eine Hotdog-Maschine. Evanio wird es testen. Weiter geht's, Leute. Mein erster Chuck Kebab. Ihr wisst, der Döner dreht sich nicht so, sondern so, wo du willst. Das Kuckuck, Leute. Tati Liptus. So, schauen wir mal. Das ist er. Preis 97. Fleischcheck. Sehr dick, sehr steak ähnlich schon. Sehr, sehr dick. Fleischsaft ist am Start. Hier sieht man es auch am Brot. Habe ich schon aufgesogen mit Fleischsaft. Oh, das Brot ist schon knusprig. So, schauen wir mal. Das Brot ist sehr knusprig, sehr warm. Hat sich auch ein bisschen mit Soße vollgesogen, Fleischsaft. Bin gespannt. Der Treffer. Das ist gut. Sieht doch ganz anders aus als andere Döner. Sieht ein bisschen aus wie ein Bang Mi. Türkisches Bang Mi. Ohne Soße? Damit der Fleischgeschmack strahlen kann. Ja. Yeah. Ist gut? Mhm. Scheint ja was zu bringen. Fleisch ist interessant. Es hat noch Fettstücke und Knorpel, also leichte Knorpel. Ein bisschen dicker auch. Also was ich damit sagen will, das Fleisch ist nicht so fabrikähnlich, mäßig, einfach nur ein
eine Masse. Ja. Hier, probieren Sie. Wild? Ja, du schmeckst so wild und so wie wenn du... Du meinst so Reh und so mäßig oder so? Hat dich das Feuer beeindruckt? Die Zubereitung? Ja, sieht ganz cool aus, aber das Fleisch ist mir zu wild. So Leute, wir wurden kurz beim Bezahlen von einem alten, ehemaligen Zuschauer erkannt. Würde dich das beeindrucken, wenn dein Date so auf einmal angesprochen wird und erkannt wird? Don't do it. Das ist die Schlange für Goldies, Leute. Dieser Chuck Kebab war gleich in der Nähe. Ich wollte schauen, weil ich habe auf Social Media gesehen, die hatten irgendwie so eine Kollaboration mit irgendeinem Sternekoch für einen Sterneburger. Aber selbst wenn diese Kollabo noch laufen würde, ja, da stelle ich mich nicht an. Wir hatten den ja schon oft genug. Yo, das war's von mir und ein paar Dönern aus Berlin. Eigentlich wäre noch ein anderes Video gekommen. Das habe ich A, nicht rechtzeitig geschafft, vor Berlin hochzuladen. B, das Material ist einfach weg. Das war Döner des Monats bei Hans Kebab mit dem noch kritischeren Boss. Jetzt muss ich das reshooten. Richtig leidend. Digga, ich habe seit einem Jahr schon kein Material verloren. Das letzte Mal habe ich in Vietnam Material verloren. Oh mein Gott. Auf jeden Fall gute Empfehlung von Holle. Sehr interessante Döner. Berlin und Döner, Digga, zu heftig. Ich fand jeden von den drei jetzt überdurchschnittlich sehr gut. Kann man alle abchecken. Das war's von mir, Leute. Und verschiedenen Leuten aus Berlin. Ich habe den Überblick verloren. Zu viel Material. Verlorenes Material. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Visa, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, DeFi und Crow. Crypto Cashflow generieren. Jeden Tag tracken, serious business. Und ciao, Alter.